So, auch an YouTube wieder Hallöchen. Zulaman wird kommen, und zwar am 23. Das ist nächste Woche, beziehungsweise am Mittwoch nächste Woche wird Zulaman bereits kommen. Am Freitag werden wir Zulaman vielleicht gehen. Ich habe mich angemeldet, ich hoffe, ich werde mitgenommen. Es ist eine 10er Instanz. Wahrscheinlich werden wir zwei Runs am Freitag machen, mal gucken, oder ein. Ich weiß es noch nicht genau, wenn ich da mit kann, bin ich auf jeden Fall am Freitag am Start bei Zulaman. Dann haben wir eine neue Instanz. Zusätzlich gibt es einige coole Änderungen. Beispielsweise können in Karasan, bei Magteridon und bei Krul Marken droppen. Pro Boss eine Marke. Bedeutet, wenn wir durchgelaufen sind, haben wir Marken ohne Ende. Für diese Marken können wir uns dann beispielsweise den Paladin mich schon ausrüsten. Und, danke. Und wir können dann natürlich auch bei Guybrush Marken sammeln, was ganz cool ist. Es gibt neue Markenbelohnungen auch unter anderem. Und wie gesagt, jeder Boss in Karasan, Krul, Magteridon droppt Marken. Was sehr, sehr geil ist. Auch übrigens in Festung des Stürme, in SSC und so weiter droppen alle Marken. Gibt noch ein paar kleine andere Änderungen. Beispielsweise, dass wir, obwohl wollen, bereits in HC-Instanzen können. Das heißt, ich muss mich nicht bis respektvoll mit dem Paladin hochquälen, sondern ich kann in HC-Instanzen bereits ab wohlwollend. Und wir sind so gut wie überall wohlwollend. Heißt, HC-Inis können kommen ab nächster Woche. Sehr, sehr schön. Das läuft also, muss man sagen. Ist ja alles ausgelaufen anscheinend. Also, sehr schön. Zulaman, 10er-Instanz nur wie Karasan letztendlich. Es sind 6 Bosse. Wir können mal reingucken. Sind das 6 Bosse? Zulaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bosse. Zusätzlich, wenn man es in einer gewissen Zeit schafft, Zulaman zu clearen, bekommt man noch einen, den Kriegsbären der Armani dazu. Muss man in einer gewissen Zeit Zulaman clearen, sonst wird er geopfert. Und wenn man das schafft, hat man den dementsprechend. Wie bitte? Nee, bin noch auf Schild. Also den kann man dann dementsprechend bekommen. Schönes Reittier tatsächlich. Und ja, sonst hat er natürlich auch relativ cooles Zeug. Gerade für einen Paladin ist die Instanz dann sehr interessant. Für meinen Krieger eher nicht so sehr, aber für den Paladin zumindest. Es gibt aber auch da das ein oder andere Upgrade auf jeden Fall, was man sich dann ein bisschen holen kann. Aber ist eher so Richtung Karasan ja, eigentlich auch zu Gerub angesiedelt, das Ganze. So, wir haben noch ein bisschen Buff drin. Wir können schon mal gleich wieder durchbuffen. Oder auch nicht. So, bufft ist. Hat es gerade an links abgewandert. Gibt es dann auch neue Items für Marken, Waffen oder? Ja, es gibt neue, also ich weiß jetzt nicht genau was, aber für Marken gibt es viel mehr neues Zeug. Unter anderem beim Richtung Sonnenblumenplateau, in der letzten Phase, die da, wo dann Sonnenblumenplateau kommt, könnt ihr mit dem Marken fast alles kaufen tatsächlich. Also da lohnt sich's richtig dann auch die Marken zu sammeln und die dann einzutauschen. Und ja, wir werden auf jeden Fall gut an Equipment kommen, gerade für den Paladin. Das läuft. So, Pat kommt gerade. Waffen wäre cool für Jäger, bei Kara habe ich da kein Glück. Ja, ich ja auch im Moment nicht, renne hier noch mit dem Ding gerade rum. Wobei, er ist jetzt 3 Wochen Level 70. Von dem her, das Equipment ist okay für 3 Wochen Level 70, glaube ich. So, wir warten noch kurz, bis sie weg sind. Buffroot läuft noch, schmeißt man dann bei Magteridon mal neu ein. Und dann hoffentlich Magteridon auch schnell liegen. Karasan, da freue ich mich sehr drauf. So, ich mache es jetzt immer wie unsere Tanks. Einfach voll mit Schild reindonnern. Das freut hier die anderen Tanks. Ja, fürchterlich. Aus dem Feuerregen natürlich raus. Im Idealfall. Schild ist fies. Aber wir werden das dann auch ablegen. Ich werde dann die Raid-Skillung irgendwann anlegen. Aber ich will eigentlich noch die AC-Instanzen gehen. Deswegen bin ich momentan noch mit Schild geskillt. In Raids macht man das eigentlich nicht mehr. Dann gehen wir auf die Aura. Macht mehr Sinn bei Bossen und so weiter und so fort, aber im Moment, ja, lohnt sich's wegen den, weil wir einfach pullen können, den Instanzen besser. Da macht's Sinn, aber sonst kann man es eigentlich wieder ablegen. Sollen wir erst Richtung Park, die müsste auch bald wieder hochkommen. Na, direkt weiter pullen, das ist sehr hübsch. Und dann gucken wir mal, wie Magteridon läuft. Sollte eigentlich auch ohne Probleme laufen, denke ich mal. Wird auf jeden Fall spaßig. Und
Heute dann Chaospuls in Karasan. Achso, ich muss auf Rio setzen neu. Das Geile ist, ich kann einfach auf K gehen. Achso, ich habe ja. Hä? Hä, ich hab. Kannst du nochmal Bio-Pin posten, bitte? Bin rausgeflogen. 3, B, C, 3. Jetzt weiß auch der ganze Stream. Ich muss tatsächlich kurz aufpassen, was ich hier tue, während ich Tengo nebenbei die Prio einstelle. War das mal mit dem Krieger? So, jetzt habe ich auch Maki nämlich drin. Ich hatte ja gerade immer noch Pool drin. So, die haben dann teilweise leider auch einen Akku-Reset, die hier. Deswegen kannst du jetzt ab und zu mal die Akku zerschießen. Ich raus aus dem feuerigen Scheiß. So, jetzt haben wir 19k drauf. Ich habe meine Brio nebenbei gesetzt. Passt. Wo wollen wir hin? Weg. Hauptsache weg. So, Waffenöl können wir gleich noch draufschmeißen. Ach, das haben wir noch da, okay. Bufffood haben wir noch drin. Das läuft noch 11 Minuten. Ja, beziehungsweise Food brauchen wir noch, aber wir haben noch die Elixiere drin. Nö. So, ich habe Mond und Blau. Kleines Gewürz. Ich habe gerade die Einteilung. Lasst mich frei und ich werde euch einen schnellen Tod gewähren. Okay, wie soll ich das hier noch rumstehen? Ich klicke X, okay. Ich
Okay, ich habe X, also ganz links. Zum Klicken. Ne, Moment, ich klicke X und tanke blau und Mond. Ich kann auch gern wechseln, aber das wurde mir gerade so gesagt. Ich habe extra zugehört. Selten. So, ich habe hier da und da. Silk, rein hier, sonst wirst du rausgesperrt. Isohammer. Rausgesperrt. Jetzt kommt das Fränkische durch. So, Pulltimer kommt. Krieg ich blau aufgeschossen? Ja, oder? Ich glaube, blau kriege ich aufgeschossen. Ja, blau kriege ich aufgeschossen. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt ziehen wir durch. Au, E-Tanking. Die machen übrigens tatsächlich, wenn die dann beide groß sind und die anderen alle tot sind, machen die tatsächlich auch ordentlich Schaden. So, ich kann halt die nicht unterbrechen. Aber das ist allgemein bekannt. Alter, krieg ich auf die Mütze. War der Gesundheitsstein? Theoretisch können wir Flügelchen ziehen. Wir brauchen sie eh nicht mehr. Für Bakterien und Hängen reicht es nicht, weil ich in Akku einfach nicht mehr näher komme. Vor allem, weil ich eh klicken soll. Das passt dann nicht mehr. Ja, 32k. 39k. Oh, oh, oh. Ja, und hier mich. Arme Sau. Gamluhat. So, wir klicken X, das ist das hier hin. Wir richten Weisheit. Ja, muss eh bis an die Wand, sonst wird er eh geschmissen. So, Drucknova in 27, 25. Ihr dachtet, ich sei schwach und weich. Nun, wer ist hier der Schwächling? Hier muss ein bisschen aufpassen. Jetzt stehen wir beispielsweise ungünstig. Als Tank geht das noch, aber wenn du tatsächlich als Stoffi irgendwie nach vorne gekickt wirst oder als Lederträger, bist du recht schnell tot. So. Wir gehen schon mal Richtung Würfelchen. Boah, mich. Okay, wir haben weiten Weg Richtung Würfel. So. Es kann kommen, muss übrigens nicht kommen. Interrupt. Da ist es. Schon wieder. Wir ziehen durch. Oh, wir haben Heldu. So, als Tank zerlegt ihr das zumindest nicht. Das Ding ist sogar aus, mein Hämmerchen sogar ausgelaufen. Solange wir auf Ablenkzeit warten, können wir tatsächlich auch das Schild schmeißen. So, 70%. Nächste Drucknummer in 20 ungefähr. Grob über die Daumen. In 10. Lauf, Guybra! Ach so, Blade! Alter K. Char. Interrupt. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So, 60%.
wir haben volle Mana, oder? Fast volles Mana. Wir können eigentlich voll rausrotzen, was wir möchten. Nur beim Paladin wartest du eigentlich nur, dass du Tasten klicken kannst. Beim Krieger haust du die Tasten durchgehend durch. Beim Paladin wartest du die ganze Zeit einfach nur. Ich will klicken. Hügelchen. Hier, die Aura haben wir übrigens dann. Erhöhte Heiligschaden um 10%, wenn wir umskillen. Oh Gott. Ja, toll. Interrupt. Nicht schon wieder. Danke. Irgendjemand hat mir gerade den Arsch gerettet. Ich wurde ungünstig gegen die Seite geschleudert. Das habe ich tatsächlich verhauen. Da wären zwei noch durchgekommen auf jeden Fall. Hä? Stimmt gar nicht. Hallo? Stand hier. Hier. Das ist Feuer. Late bekleckert es gerade nicht mit Ruhm. Ja, Bubble Hand auflegen nutzen. Geh jetzt schon mal hier hinter. Interrupt. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay. Das Problem ist, es müssen alle durchziehen. Wenn einer abbricht, können die anderen auch abbrechen. Hand auflegen, hat noch CD, den kann ich gar nicht setzen. Haben wir Maulgarmer gebraucht. Ja, der hat leider einen Cast-Time. Hammer des Zorns. Hat immer ein bisschen Schaden. So, Druckwelle in 14. Wir gehen nochmal. Obwohl, der stirbt vorher. Aber wir stellen uns mal sicherheitshalber nochmal hier hin. Da machen wir eh nicht viel Schaden. Na, wobei. Ja. Okay, gut. So, was ist drin? Einmal Ding, Schild ist drin, schwere Ding ist drin. Rucksack ist natürlich drin und der Kopf ist drin. Ich habe mir das Schmuckstück auf Prio 1 gesetzt, ist nicht drin, schade. Brustrüstung, nur wenn sie kein anderer will, aber das sieht sie ja schlecht aus, da nur einmal eine drin ist, leider. Kriegerpriester-Druide und Paladin. So, Ranzen. Ja, es haben drei auf. Okay, die Brustschutz haben drei auf Bio 1. Gehst du noch, Kara? Jo! Aber ich glaube erst um 21 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, wieder irgendwie die Zeit rumzudrödeln. Mal gucken, was wir in der Zeit dann machen. Also, leider, ich habe die Prio schon gesehen im Chat. Ja, leider würden wir dann nichts mehr kriegen heute. Schade. Aber vielleicht in Karasan, das letzte Mal Karasan, wo wir waren, ist ein einziges Tank-Item gedroppt und das waren die Schuhe, die ich bereits habe. Alles andere war kein Tank-Item. Ich hoffe, heute läuft es in Karasan ein bisschen besser tatsächlich. Wäre schön, dass da mal was Tankiges droppt und dann können wir unseren Tank auch noch ein bisschen ausstatten. Und dann geht es wieder vorwärts mit uns, aber ja. Vor allem gerade bei Schrecken der Nacht, drei Items, die wir bräuchten, die ich bräuchte. Ja. So, Sack voll Ehrschein wird gerade verrollt. Leider haben drei Leute das Ding auf Prio 1, die Brustplatte. So, Krieger, Priester, Druide, das ist nicht unsere. Selbst wenn nur dreimal Parler drin gewesen wäre, hätten wir keins gekriegt. Schade, schade, schade. Boah, wie viele haben das auf Prio? Alter Verwalter.
Gab's schon einen Port? Den hab ich verpasst. Muss schon wäre cool gewesen, aber... Hände auf Prio setzen müssen. Auch selbst dann würfeln. Oh, 93. Ja, holla. Hätten wir eh nicht überwürfelt. So, Port kommt. Sehr schön. Ah, guck mal, Simon. Danke. Und Aggies. Heilerschild. Leider ein Heilerschild, kein Tankschild. Sehr, sehr schade. So, Kopf kommt jetzt noch, aber den haben wir auch nicht auf Brio. So, ich muss jetzt mal gucken, wie es mit Karasan insgesamt läuft. An YouTube sage ich schon mal vielen Dank. Und wir werden auf jeden Fall noch Karasan, glaube ich, laufen. Aber da fehlen noch ein paar Leute. Mal gucken, ob wir es noch voll kriegen. Und ich hoffe auf Karasan. Wenn nicht, spielen wir 5-1-Tanze vielleicht. Mal gucken. YouTube, ciao, ciao.